Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Welcher LKW ist in der Leistungsklasse um die 450 PS die beste Wahl? Das herauszufinden war Ziel der European Truck Challenge 2021. Dem vom Kfz-Anzeiger ausgerichteten Vergleichssatz stellten sich der Actros 1845, der MAN TGX 18470 sowie der Scania R450. Dabei ging es nicht nur darum herauszufinden, welcher Truck der wirtschaftlichste ist, auch das Thema Fahrerfreundlichkeit stand im Mittelpunkt. Truck Insider Hans-Jürgen Wildhage war bei dem Test mit dabei. Dieses Mal bei uns im Truck Insider kein klassischer Einzeltest, sondern ein Vergleichstest, die European Truck Challenge, ursprünglich entwickelt von der DVZ und dem Kfz-Anzeiger. Und aufgereiht sind die Teilnehmer von links nach rechts. Grün der Scania R450 mit der zweitgrößten Kabine, in der Mitte der Actros 1845 Streamspace, drittgrößte Kabine, und ganz außen der MAN TGX 18470 mit der zweitgrößten Kabine, genannt GM. Die Hersteller haben diese Autos komplett auf die bestmögliche Wirtschaftlichkeit optimiert. Wir haben bei zwei Fahrzeugen keine Sonnenblende. Die Hersteller denken, das hilft dem Kraftstoffverbrauch, senkt den Luftwiderstand. Zwei Fahrzeuge haben ein elektronisches Kamerasystem anstelle normaler Rückspiegel. Auch das soll Kraftstoff sparen. Ja, was es dann wirklich bringt, das weiß ich dann am Ende dieser Testwoche. Und die hatte es in sich. Bevor die drei Wettbewerber auf die ETC-Teststrecke südlich von Hannover rollen durften, wurden sie noch einmal einem ausführlichen Check unterzogen. Dessen Ziel war es, die bestmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Es wurde gewogen, gemessen, notiert, beratschlagt und vor allem wurden die Tanks der Lkw akribisch befüllt. Erst als alle Parameter im grünen Bereich waren, konnte es losgehen. Zuerst stand, quasi zum Aufwärmen, die Landstraßenstrecke rund um Bockenem auf dem Programm. Hier konnten sich die drei ETC-Testfahrer einen guten Eindruck vom Handling der zu 75% ausgelasteten Sattelzüge verschaffen. Anschließend ging es auf die Autobahn A7, wo sich die drei Fahrzeuge unter identischen Rahmenbedingungen beweisen durften. Auf den leichten Streckenstücken lagen die drei Sattelzugmaschinen beim Durchschnittstempo naturgemäß eng beieinander. Bei der reinen Bergmessung hingegen waren nur der Mercedes und der Scania faktisch gleich schnell unterwegs. Der MAN fiel hier im Eco-Testbetrieb deutlich ab. Der Grund: im Efficiency Plus Programm des GPS-Tempomaten wird die Motorleistung fallweise um mehr als 10% reduziert. Damit bummelte der LKW aus München den beiden Wettbewerbern hinterher. Der Tipp: manuell fahren, dann kommt die volle Leistung zum Zuge. Auch an der Zapfsäule schnitt der TGX nicht ganz so gut ab wie der Mercedes und der Scania. Mit seinem realen Verbrauch von 26,3 Litern auf 100 Kilometer lag er aber immerhin deutlich unter dem simulierten Vektorwert von 29,8 Litern. Zusätzlich genehmigte er sich 1,9 Liter AdBlue pro 100 Kilometer. Als Verbrauchssieger ging der Scania R450 aus dem Rennen hervor. Mit 25,7 Litern pro 100 Kilometer blieb er 3,2 Liter unter der Vektorvorgabe, schluckte aber auch knapp 2 Liter AdBlue. Letzteres sorgte aber dafür, dass sich der Actros 1845 mit hauchdünnem Vorsprung bei den Betriebsmittelkosten an die Spitze setzte. Der Mercedes konsumierte 25,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer und unterbot den Vektorwert von 29,8 Litern um satte 3,9 Liter. Zudem genehmigte er sich nur 0,9 Liter AdBlue. Und wie schnitten die drei Sattelzugmaschinen in Bezug auf ihre Fahrerfreundlichkeit ab? Hier vergaben die drei Testfahrer in 37 Kategorien jeweils bis zu maximal 5 Punkte nach rein subjektivem Empfinden. Das Ergebnis: der Scania R450 sackte 479,5 Punkte ein, der MAN lag mit 474 Punkten nur knapp darunter. Der Mercedes folgte mit einigem Abstand, er erreichte 435,5 Punkte von 555 möglichen. Unter dem Strich lässt sich sagen, dass sich alle drei Lkw, die zur European Truck Challenge angetreten sind, gut geschlagen haben. Verbrauchswerte um die 26 Liter sind schon überzeugend. Welche Fahrzeugkategorie im Jahr 2022 vom ETC-Team unter die Lupe genommen werden soll, ist noch nicht entschieden.
Entschieden ist hingegen, dass der Truck Insider das spannende Event auch das nächste Mal begleiten wird. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.